Diesen Scheiß da. Das ist doch sowas zum Kotzen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Herrschaftszeiten einmal. Wird es schön und doch ringert und. Heieiei. Grüß euch und habe die Ehre zum neuen Vlog 290. Heute am Montag, der 24. Juni. Das gleiche wie letztes Mal, gell? Habt ihr schon gedacht, das ist. Hä, das kenne ich doch irgendwo her, ja. Sind wir ja letztes Mal da auch gestanden. Ja. Und jetzt, wie der See nicht angehängt ist, aber es geht wieder ans Meer. Aber der Zeug da oben steht immer noch und der bleibt auch noch standen. Und so, wie die Wetterprognose für die nächsten 14 Tage ausschaut, bleibt es auch die nächsten 14 Tage da standen. Also keine beständige Lage zum Heumachen. Gerade nicht ums Verrecken. So. Und jetzt haben wir natürlich noch eine Alternative. Haben wir noch. Ich habe ja letztes Mal noch gesagt, ein Feld mit 4 Hektar steht noch. Das wollte ich eigentlich auch trocken machen, also auch heiben. Habe halt immer so gehofft, dass es irgendwann wird es ja vielleicht mal, aber so wie es jetzt ausschaut, wird es aber nicht. Und darum machen wir jetzt Silo draus. Und dann mähen wir es jetzt. Weil heute hat er gut, heute am Montag. Morgen hat er schon wieder viel Gewitter und ja, wieder unbeständig richtig. Also immer vormittags schönes Wetter, nachmittags Gewitter und Regen. So schaut es aus, gell? Und ja, da funktioniert das mit Heiber halt nicht. So, und dann machen wir das Silo. Ich habe zuerst einmal nur drinnen im Silo noch nachgeschaut, ob noch Platz wäre zum Nachfüllen. Und es ist, ja, es wird knapp. Und wenn es jetzt, und darum habe ich es, oder haben wir jetzt umdisponiert, weil es knapp wird. Wenn es dann nicht reingeht, ist ja nur der größte blöde Scheiß. Darum lassen wir das jetzt einmal drinnen so. Und wir machen da jetzt Siloballe. Und tun halt dann drinnen nachfüllen. Das kann man ja immer. Wir haben ja dann noch dritte, vierte Schnitt. Oder nein, das, was ja jetzt heu ist, das ist ja jetzt der erste. Also da kommt ja der zweite noch erst. Da jetzt nicht, weil da keiner kommt, wisst ihr ja. Aber in dem einen Feld ganz hinter, da würde ich eigentlich schon einmal mähen müssen oder wollen. Und dann kann man da sowas nachfüllen, weil da kann man dann immer wieder mal so kleinere Ecken, zack, haut man da oben rein und dann ist gut. Aber jetzt machen wir das Feld da drunter, tun wir jetzt Silo machen. So, und da fahren wir jetzt nach und dann nehmen wir noch ein bisschen einen Freischneider mit und dann tun wir noch Haken ausmähen und das machen wir jetzt. Das ist schon ein schönes Gespann auch, gell? Ach, der Traktor, der ist einfach genial. Oh,
zu. So, wie ihr das sehen habt, bin ich jetzt am Vormittag oder mittags schon am Siloballe sammeln. Es hat jetzt auf der Fläche 4 Hektar hat 22 Balle gegeben. Ist okay, doch, ist, ja, passt. Aber die Fläche, da merkst du schon, also durch die Feuchtigkeit, da sind schon einige Stellen dabei, wo wirklich nass waren noch. Wo richtig nur das Wasser gestanden ist, teilweise, gestanden, jetzt sind aber einfach, wenn du durchgefahren bist, ein Räufer nass und das Wasser raufgespritzt haben, also es ist schon sehr, sehr nass noch wieder. Mittlerweile, ja, ein bisschen, es trocknet schon relativ schnell wieder und es ist ganz gut, ja, aber zum Heumachen irgendwie gar nicht dran denken, irgendwie, weil einfach das, ja, alles ist blöd. So, ja, 22 Stück, das passt. Was soll ich noch sagen, weil ich fahre die jetzt heim und ich lege sie daheim eigentlich jetzt bloß alle mal an einen festen Platz nahe und dabei gehe ich sie jetzt nahe, weil andere ja gesehen haben, bloß ich fahre mit vorne und hinten mit der Ballergabel, wie ich es eigentlich immer mache, weil es für mich einfach am einfachsten ist. So kannst du mit einem Fahrzeug hin und her fahren, oder? Und bist halt die ganze Zeit am Fahren und bringst es heim. Weil bis ich da allein anfange mit Kipper und Frontlader und alles, Kipper nachstellen, beides draufbeigen, Kipper wieder anhängen, Baller festbinden und Ding. Da fahre ich so schnell nur hin und her. Zumal wir ja doppelt 2,5 Kilometer zum Fahren haben und da geht das schon. Ja, das Feld haben ja schon öfters einmal geschrieben, ja mach's doch so oder mach's doch so, ja, aber für mich allein ist es so am besten. Weil ich habe alles schon ausprobiert und irgendwie ist es, ja, passt es schon so. Okay, so. Und jetzt zeige ich euch da genau da daheim noch, wo man es nachbeigert und wie man das macht. Da liegen ein paar und der Rest habe ich jetzt einfach mal so lockerlose daherbeiget und die möchte ich dann, wenn ich da mal dann Frontlader dort habe, irgendwann die nächste Strecke werde ich das mal machen. Und dann beige ich die da daher, wo der jetzt steht, in dem Bereich, machen wir die. Okay. Ich brauche jetzt bloß den Frontlader neu, ich möchte noch mulchen noch etwas und dann noch ein wenig beschitten, sagt man ja dann auch das, was wir letztens gemäht haben und jetzt gemäht haben. Und danach tue ich dann Frontlader nach, das ist gut. Okay? Also, so schaut das da aus. Gut, machen wir Mittag. So, Klappe zu. Wie ihr sehen könnt, Pschütter. Ja, bin jetzt heute den ganzen Tag schon da, jetzt am Mittwoch. Gestern noch gemulchert auch noch unterm Haus, also auch drum von der Kurwiese gemulchert. Ja, das war eigentlich so das Hauptding, was ich jetzt tun und jetzt eigentlich heute den ganzen Tag schon am Fahren. Auf der Fläche, wo wir letzte Woche noch gemäht haben, da bin ich noch gar nicht dazugekommen bis danach. Und da bin ich jetzt gefahren und das wird da sehen, jetzt das frisch gemähte. Gell? Ja, weil so zum Schütten. Gibt es nichts Besonderes zum sagen, moin ja mal. Ich habe es jetzt aus, wie man sieht, von der Farbe her, ist ja relativ dünn. Ich habe das jetzt aus der anderen Gülle-Gruppe, wo nicht Kiel da hängt, sondern wo noch Jungvieh dort hängt, oder? Und ja, da ist ja so und so bloß immer dünnes Wasser und ein bisschen Misch drin. Darum sieht man das, wie dünn die eigentlich ist. Gell? Aber muss auch raus und wird auch voll. Und ich weiß auch nicht warum. Ist trotzdem immer was drin, aber obwohl eigentlich da gar nichts nicht hängt gerade, aber komisch. Das ist die wundersame Güllevermehrung, glaube ich, oder irgendwie so. Okay. Ja, sonst, mei, ja, gibt es eigentlich jetzt nichts. Da bin ich den ganzen Tag am Fahren. Wahrscheinlich morgen auch noch ein bisschen, weil ich halt nur mal ganz fertig werde, weil es doch noch zu viel ist. Und hoffen wir, dass es nicht so viel regnet, oder? Ja, ein bisschen darf es schon, ob das beschüttet wird, ist ganz klar. Da ist es ja immer ein bisschen recht, wenn es ein wenig drauf regnet, aber wenn es jetzt mal nichts tut, wäre es eigentlich auch egal. Weil gestern hat es auch wieder geschüttet, zwar nicht so viel, aber eigentlich so ist es fast jeden Tag irgendwo ein wenig am Regen. Da ist wieder schön, vormittags bis Mittag ist schön und danach pisst es wieder rein.
Und so ist es jetzt auch, das ist jetzt auch schon wieder so ein Gewitterquell kommeinander, gell? Da hinten kommt es eigentlich, gell? Wenn das sehr nicht. Ja. Aber was wird machen? So, Maschine ausmachen. Wird dann ausbludern. Ja. So, das war's, ja genau. Mei, das ist ja, wir kennen ja die Wiese, gell? Dahinter, wenn man das sieht, ich weiß jetzt, sonst können wir da ja auch schnell vorbeifahren. Wir müssen sowieso dann aufschneiden. Da ist von der Heise da oben, denen geht das, die Dachentwässerung und alles geht immer durchs Feld bei uns durch, oder? Und ja, und da ist jetzt eure Leitung von allem ist kaputt. Zusammengehockert, ja, und die hat man schon tausendmal gepflegt und alles mischt eigentlich, gell? Und die ist natürlich auch nicht weit drin, die ist vielleicht 40 cm drin, gell? Und das ist, wenn das, das ist halt alles nichts Gescheites, gell? Und da sieht man da, nasse Stelle, gell? Und da, das da, wenn man so reinschaut. Naja, sehr tut man jetzt nicht viel. Auf jeden Fall, da geht halt eine Leitung runter in der Bach rein, oder wo die Hausentwässerung ist. Und hier wird man, nachdem sie jetzt zigmal geflickt hat und eigentlich alles, was nur ein Klub ist, wird man sie jetzt, so ist der Plan, am Wochenende wahrscheinlich neu graben und komplett mit grüne KG-Rohr eine neue Leitung reinlegen, dass man dann eine Ruhe hat. Und das ist mir sehr wohl, weil das ist immer ärgerlich, gell? Da haben wir das Wasser drin, der Arsch im Feld und so weiter. Aber das werdet ihr selber machen, haben wir jetzt nicht großartig was zu tun damit. Das Einzige ist das, wir werden noch eine Sickerleitung von uns praktisch ja, auch noch mit reinlegen, weil wenn es mal irgendwie im Umkreis was gibt, wo halt irgendwie vielleicht eine nasse Stelle kommt oder sonst was, dann können wir das in die Sickerleitung reinlegen und da entwässern, so, wenn das der Fall wäre. Aber bloß zur Sicherheit, weil der Graben ist offen, oder? Den Rohr reinschmeißt, ein bisschen ein Kies drauf und gut ist schon nachher Gottes. Okay. Ja, das werden wir sehen. Ich weiß jetzt nicht, da würde ich auch dabei sein. Es ist zwar Samstag, da wisst ihr, da habe ich alle ziemlich Arbeit daheim, aber würde ich schon auch da sein. Vielleicht zeige ich was, wenn es klappt. Es könnte natürlich auch noch sein, da ist was anderes. Aber das, ihr werdet es sehen. Okay? Jetzt machen wir mal so. Ich fahre da heute noch weiter und fahre da wahrscheinlich morgen noch ein bisschen weiter und nachher schauen wir mal, was noch gibt. Denn so. Also, da wieder am Schluss. Wie das sehr nicht. Ich habe das halt die nasse Wiese halt am Morgen gemäht. Und zwar, wisst ihr ja, oder? Das ist so nass und das habe ich immer extra gemacht für die Schumper. Oder? Schon Schumperfutter, weil da ja auch ein bisschen so tolles Gras wächst. Oder wie auf der anderen, auf der guten Wiese. So. Da wir ja jetzt in dem Jahr gar keine Schumper mehr haben, war da die Frage, was mache ich mit dem Gras? Wer soll das fressen? Und da war eigentlich jetzt dann mein Ding, wie soll ich sagen, die Trocknungsanlage, wo wir doch immer die Kops machen, die machen auch für eine andere Futtermittelfirma machen die Pferdekops, also wo aus dem Heu ist, ein älteres Heu, wo die auch diese Boller pressen und das tun die dann in ihre Futtermischungen mit reinmischen. Und das haben die jetzt mal, habe ich mal angefragt, ob sie da noch was brauchen könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, das, die Fläche, das können wir machen. Also, und das ist jetzt das praktisch quer. Mäher, Zammertschwader, nehmen wir die mit. Also ist praktisch der Schnitt an die verkauft. So läuft es da. Okay. Aber jetzt ist das Problem. Wie ihr wisst, das ist eine feuchte Wiese. Und durch das, dass es immer nass ist, sehen wir am Räufer, wenn ich wieder reinfahre, wenn man da läuft. Alles brunznass, oder? Und das wird einfach nicht anders. Du kannst machen, was willst, weil wenn es jeden zweiten Tag regnet, das wird nicht trocken oder nicht trockener und auch nicht befahrbar. Und wie ihr das seht, also er hat jetzt schon eine Fuhre geholt. Da, so wenn es ist, das schaut ja noch gut aus, gell? Da, wie er gefahren ist schon. Aber dahinter,
sind halt auf feuchte Stelle und da ist schon ein richtiger Dreck, hat's gemacht. Aber ja, wie gesagt, da der Fahrer oder sonst was kann da nichts dafür, das liegt einfach an dem Boden. Und ich hab's jetzt einfach auch mal weghauen will, den Scheiß. Weil da vorne kann man dann hier rein und das soll auch für die Kühe dann einmal sein. Weil heuer ist es irgendwie ein bisschen problematisch, sagen wir mal. Ich mit meiner Weidefläche für die Kühe, was ich sonst habe, wo ich sonst auskommen bin von der Fläche her, haut heuer gar nicht hin. Ich brauche viel mehr Fläche. Und weil die Kühe haben jetzt fast alles abgefressen und ich habe nichts Neues mehr da. Und darum muss das jetzt unbedingt einmal gemäht werden. Und ja, dass da wieder was wachsen kann. Hört ihr das? Das kann nichts gescheit sein. Und da hat es halt einmal richtige Läuse gegeben. Das schaut halt jetzt nicht gerade so toll aus, gell? Aber was willst du machen? Ja, es ist ärgerlich. Aber wie gesagt, der Fahrer oder sonst die Kinder da nichts dafür. Das ist so. Klar sind es große Fahrzeuge, gell? Aber große Fahrzeuge haben ja riesen Reifen drauf. Wenn ich jetzt da mit meinem kleinen Ladewagen da reinfahre und das auflade, das ist genau das gleiche. Wir sind zwar insgesamt leichter, aber ich ja, meine Reifen, die sind ja bloß halb so groß wie dem seine oder nur weniger. Also ich fahre da die gleiche Läuse rein wie er auch. Gell? Also es ist gerade egal, wer es macht. Ja, so schaut's aus. Schaut scheiße aus, wie es ganze Jahr. Das ist doch bloß nervig. Gell? Gut, sowas, ja, nein. Da müssen wir halt dann, wenn es ein bisschen antrocknet ist, mit dem Traktor links und rechts auf den Rand fahren, dann druckst du das schon wieder rein und das passt dann schon. Es muss halt die richtige, wie sagt man, die richtige Weichheit haben, dass das dann schön reingeht. Gell? Oder wenn es gar nicht geht, anders, dann vielleicht mit der Walze oder sowas. Gell? Ja, das werden wir sehen. Jetzt schauen wir einmal, wie die nächste Fuhre ausschaut. Daher soll es einigermaßen gehen. Ja, dahinter ist auch noch mal nass. Also, Schaffzeiten, ist das was, weißt du? Ist das ein Gefrett hier? Ja, und wenn das hier nicht, gell, jetzt wieder super Werte. Gell? Und nachmittags, abends soll es schon wieder gewittern. Und ja, wir jammern nochmal. Aber das ist scheiße. Ja, das ist einfach blöd. Ja, so geht es also schon noch. Das ist jetzt nicht so wild. Gell? Aber ja, sowas mag man normal nicht im Feld, gell? Ist ganz klar. Das will niemand. Weil wenn du da halt wieder den queren Weg mit dem Traktor drüber fährst, da haut es dich umeinander, da weißt du gar nicht wie irgendwas. Gell? Aber wie gesagt, man kann das schon wieder ein bisschen festfahren. Bloß ich denke jetzt, man könnte es mal probieren, aber jetzt noch nicht da. Das muss ein bisschen trockener sein. Das ist ein bisschen, dass die Erde ein bisschen fester ist und nachher kannst du den arbeiten. Aber ich fahre jetzt einmal rum und probiere es, aber ich glaube es geht nicht.
jetzt, wie schon gesagt, Hagel, Hagel machen. Diese Wiese wird jetzt eingehagelt, da bis dahinter, wo der das halt geholt hat und Leute reingefahren hat. Ja, sind nochmal ein paar dazugekommen. Ja. Wollen wir schon irgendwie hinbringen wieder. So, ja, das. Dahinter liegt noch ein Ding, den hat er nochmal reingebracht, weil er da ist zum Schluss quer und da hat er schon voll gehabt und dann hat er nochmal durchs nasse durchmessen und nochmal einen Dreck und hat er gesagt, lass das liegen. Es liegen da halt noch 15 Meter Schoche. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem mache. Ist ja wurscht, irgendwas. So, ja, Haag, ja, Haag, sehen wir da, das Gräsler, gell, ist nett. Ja, da schreien sie jetzt Juhu, weil das haben sie jetzt. Das ist ja, sagen wir mal, zwischen denen schon rausgefressen und das alte Klump halt noch. Ja, das ist nun mal so beliebt, gell. Und das merkst du natürlich gleich im Milchtank auch. Die Unbeliebtheit vom Gras zeigt sich im Tank, gell. Ja, so. Nachher denke ich, werde ich noch mehr. Es ist der Hammer. Gerade da, total schwarz und sind schon Tropfen rausgefallen und jetzt, eine Viertelstunde später, ist alles wieder verzogen, alles wieder gut. Gell. Ganz wild. Ja, aber ich denke heute Abend oder ja, je nachdem, oder spätestens am Morgen in der Früh. Na, aber wir mehr. Muss sein. So, und jetzt da erst mal noch Hagen. Aber da werde ich jetzt auch noch nicht fertig, weil jetzt ist schon gleich wieder Stall. Und dann machen wir es vielleicht noch im Stall oder tun wir noch im Stall mehr oder ich weiß auch nicht. Irgendwas halt. Irgendwas ist alles, oder? Und irgendeine Arbeit haben wir immer. Weg vom Traktor, dass man ein bisschen schwätzen kann. Also, ich habe es jetzt doch noch probiert. Das Wetter hat sich jetzt wieder alles verzogen. Ja, und darum denke ich, wird schon gegangen. Gell? Feuchtigkeit, ja, ist da heroben schon. Es ist gerade so, dass es geht. Ja, ich mag das halt nicht, wenn man einen Dreck macht. Einfach da immer am Wuhlen und am Grasnarbe aufreißen oder sonst was, das ist alles ein Kack, gell? Weil da wächst bloß Unkraut und Klump und alles Scheiß und das soll es halt nicht da. Also, aber es ist jetzt gerade so gegangen, an manchen Stellen ein bisschen, aber ja, ich denke, das müssen wir hier einfach eingehen. Gell? So, jetzt ist noch im Stall, ich habe jetzt noch das noch im Stall gemacht. Hinter, ihr wisst ja da, wo wir das Nasse gemäht haben, da steht ja auch noch ein Hai. Ja, da schaue ich erst mal morgen früh, ob ich da noch was mache oder nicht oder wie oder was. Gell? Hören wir es ja. Genau. Jetzt mache ich noch am Haag hinter, brauche ich noch Wasser. Fahre ich noch am Brunnen hinter und dann ist für heute Feierabend. Und dann schauen wir, was morgen ist. Gell? So, rufen wir wieder auf. Halb. Super. Es ist zum Elefantenmelken. Es will nicht. 13,5 Liter hat es heute Nacht geregnet. Heute Nacht um 3 ist das Ding durch Gewitter, Regen und Ding. Ja, das macht es natürlich wieder nicht einfacher da oben, gell? Weil das wird jetzt immer noch rutschiger und noch schmieriger und noch scheißiger und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mir regt es jetzt langsam so auf. Ich habe jetzt noch, ja, das Mähwerk noch angehängt, das mähen wir nochmal. Also das, die Fläche dahinter, die mähe jetzt nochmal. Die lasse ich jetzt standen. Und wenn es August ist, ist mir scheißegal. Dann gibt es halt irgendwas. Ich weiß es. Ach, mich käst das so an jetzt langsam. Ich habe echt keine Lust mehr auf diesen Scheiß da. Das ist doch sowas zum Kotzen.
Jetzt ist wieder blau. Heute Abend vielleicht nochmal. Morgen soll es heiß sein. Ja, super. Und das soll ein Hai geben, gell? Mein Kollege, der ist gerade schon mit seinem Solo-Presse dran dahinter und presst es. Der tut sich auch schwer. Es ist bloß blöd. Also. Bloß blöd. So, jetzt war es das vorerst mit dem Hype. Hype. Wir sehen da jetzt noch ein paar Boller geben von dem dahinter, was ich ja schon gesagt habe. Und jetzt haben wir noch den Rest drinnen. Das gabel ich jetzt noch mit dem Kran oder auf und schmeiß es hinter den Heistock rein. Thank you.
Jetzt schauen wir noch mal geschwind da rein. Und dann, so, da ist es schon mal so leicht gefüllt. Halb voll fast. Mit Heu, bis ich jetzt das auch noch hin habe. Ja, mal ein wenig mehr. Und dann haben wir noch Platz für das nächste Heu, was noch kommt. Was in irgendwann kommt. Geil? Also gut. So, dann würde ich sagen, war's das für heute. Jetzt ist Samstagabend, 8 Uhr rum, sowas haben wir. Jetzt mache ich da noch, hab da noch gute halbe Stunde, würde ich sagen. Und dann, ja, dann ein bisschen duschen und dann vor den Fernseher hocken. Achtelfinale anschauen. Bin ich ja gespannt. Aber ihr, wenn das sehr nett ist, ist ja schon alles wieder rum und ja. Geil? Also gut. Dann hoffentlich hat es euch gefallen, das Video, die Woche. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und sage viel euch und haben die Ehre. Gell? Bis zum nächsten Mal. So, schmeißen wir das noch mal runter. Also, dann da ja. Und dann kommen wir noch die andere Seite. Da liegt es.